auch sehr schnell ist. Wir werden es gleich sehen. Michaela Schifrin, zum ersten Mal hier eben in Soldeo mit dabei. Interessant für uns jetzt zu sehen, wie geht sie um mit der Strecke. Sie ist ja die Abfahrt nicht gefahren, ähnlich wie Franzi Gritsch. Ja. Ziemlich viel Zeit. Ja, Schifrin da heute nicht vorne mit dabei, verliert am Ende 1,46, Platz 7. Nur für sie die Top 3 unverändert. Gut, Brignone und Ranghit, Movigi im Moment also gut im Besitz.